das nicht verfügbar. Da wird in diesem Browser nicht unterstützt. Was soll denn der schon machen? Ja, so geht's aber. Herzlich willkommen zu diesem Stream Record. Herzlich willkommen zu diesem Stream. Ja, so, wenn das... Irgendwie kann ich den Stream-Namen gerade nicht ändern. Lange nicht mehr benutzt und schon gar nicht bei Twitch. Ja, eine Runde Ports of Call auf meinen Nacken. Was haben die denn hier fabriziert? Chat-Einstellungen bringt das gar nichts. Relation Stream-Vorschau, Pop-Out. Dadurch kann ich aber den Titel nicht ändern. Das ist ganz klasse. Stream-Manager umbenennen? Ne, dann geht's nur mal bei Layout. Joa, das ist natürlich blöd. Gut, aber Stream läuft ja schon mal. Habt ihr den hier gemacht von Hacknick? Videoproduzent, ist ja Quatsch. Stream verwenden. Ja. Schön, dass da der Stream irgendwie wäre. Die grafische Oberfläche ist, glaube ich, ein bisschen. Nicht intuitiv hier, oder? Nur über das Studio selber kann ich das dann nicht machen, ne? Ich habe zuvor immer auf YouTube gestreamt und da wüsste ich jetzt, aber ja, Twitch ist jetzt bildmäßig wohl super, aber ja. Layout erstellen, Layout 1. Ja, gucken kann ich nur, aber ich kann den Titel nicht ändern. Ne? Ich kann mich selber melden, das ist klasse. Hit. Ja, von wegen Serious Sam 4 wird gestreamt. Ach Mist. Ich würde das ja gerne mal anpassen hier, ne? Einstellungen. Kanal und Video. Eigentlich sollte es ja im Stream Manager gehen. Ich kann den Titel ja sehen, ich kann ihn nur nicht ändern. Das ist halt das Dumme. Stream Info bearbeiten. Ah! Ach. Ja, dann passen wir das Ganze mal an und dann geht das gleich los hier. Ports of Call. Amiga, Ports of Call, gibt es nicht, es gibt Ports of Call, ja. Na gut. Machen wir Ports of Call.
Ports of Call. Amiga 600. Ein paar Text rein. Oder auch nicht. So, ich sehe den Chat, das ist alles cool. Verstehen kann man mich, denke ich, auch. So, ich habe natürlich das Original-Handbuch und da ich das hier ohne Kekserei spiele, nehme die Kopfhörer immer runter, muss ich euch da mal kurz den Bild berauben. Preview, Program, yep. So, welche Farbe steht das Wort World auf dem Umschlag des Handbuchs? Diese World. So, ja, alles klar. Verstehe. Jawohl, ja. So, Studio-Mode wieder aus. Benutze hier OBS Studio als Monitor. Ja, muss natürlich die Capture Card wieder anstellen, hab mich gerade gewundert, weil ich das sonst nicht so auf dem Anmacher, aber ja gut. So, ich habe da ja schon was vorbereitet. Use Dark TRP, no. Ich habe das jetzt nur mit einem S-Sign laufen und die Diskette auf die Kompakt-Flash-Karte kopiert. Und das läuft dann sehr gut so. Nicht perfekt, aber es läuft gut. Ohne WHD-Load. Da wird meine Diskette nämlich aktuell nicht unterstützt. So, wir sind Firma Sequest. Ich bin Dennis und wir starten mit 5 Millionen. Ich wollte unbedingt das Büro haben mit dem... Ja, es mag ein Amiga 2000 sein. Oder soll es sein? No? Mit einem der älteren Commodore-Monitore. Das fand ich dann jetzt zum Thema Amiga 600 einfach sehr passend. Tja. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Nein, ich muss ein Schiff kaufen, erst einmal. Bei dem Startgeld können wir das hier mit Hypothek drauf kaufen, ne? Möchte ich meinen. Nennen wir es Quest 01. Mit 50% Hypothek. Ja, da machen wir erstmal ein paar Schulden, die wir dann aber schnellstmöglich abbezahlen. Weil wenn ich das jetzt komplett bezahlen würde, dann wären wir ja direkt blank. Ja, mit dem kleinen, noch kleineren Schiff für 4 Millionen anfangen ist halt ein bisschen schlecht. Aber man könnte schon mal ein Stück weit was tilgen. Sagen wir mal, 1000 mal 800 dürften dann eine knappe Million sein, ne? Ja, so Pi mal Daumen, das kommt dann hin. Und speichern das als EP-Stream. Ja, manchmal taucht dann die OS3.1-Maus auf. Ich habe gerade ein bisschen Probleme hier mit meinem PS2-Adapter. Na, so, jetzt geht's wieder, weil diese PS2-Maus, die schaltet sich gerne ab, um Strom zu sparen. Und irgendwie ist das nicht so Amiga-kompatibel mit dem Adapter, den ich da habe. Aber ja gut, was willst du machen? So. Dann starten wir mal. Bekommen unser erstes Schiff, was auf der Karte auftaucht.
Ja, Sprit ist recht teuer, da reicht dann erstmal drei Viertel voll machen. Dann klicken wir uns hier mal so durch. San Francisco, Cape Town ist dann jetzt erstmal so mal die Startstrecke hier, das kann man mal machen. Und für 1,5 können wir auch losfahren. Was ein wenig ärgerlich ist, dass die Schrift manchmal nicht so hinhaut. Aber würde ich jetzt Softkicken mit Diskette spielen, dann ist meine Maus langsamer. Hier übernimmt er ja das von der Workbench 3.1 halt schön, meine Einstellung. Eieiei, von Handsteuerung. Das fängt ja mega gut an hier. Ich müsste mal etwas dagegen tun, dass der Ton sehr gut ist. Das darf ich jetzt einfach mal hier aufmachen. Das geht ja hier. Nur ein bisschen nach links raus, aber ich kann es nicht mehr. Nein, nicht reparieren. Ich denke, da darf ich es mir rausnehmen, das zu laden. Man muss ja nicht direkt zum Start hier völlig verkacken, ne? Und das ist blöd. So, müssen wir nochmal tanken und so, ne? Ja, es ist zur Strafe ist gleich der Sprit erstmal nochmal eine Ecke teurer. Aber wir haben einen besseren Auftrag dafür. Ja, gut, dafür ist der Sprit teurer, nur ja. Ich speichere das lieber mal direkt ab, bevor mir wieder Dünnpfiff passiert. Klar zum Auslaufen ablegen. Jawohl, dann machen wir mit Schlepperhilfe. Das geht sogar jetzt. Eieiei, die Maus. Da müssen wir mal was einfallen lassen. Ich brauche da was anderes, das nervt. Ja, fahr mal durch. Das passt schon. Ach, was will ich denn hier? Eigentlich speichere ich ganz gerne mal so nach einer Spielwoche hier. Unreal Dennis, Meldung, Sie sind in den Kreis der Cap Horner aufgenommen. Cap Horner, Cap Horner, Cap Horner. Gratulation. Ja, was auch immer das ist. Das kommt irgendwie immer zu Anfang nach einer gewissen Zeit, ne? Eisberge voraus, Sie müssen das Schiff per Hand vorbeisteuern. Ja, mega. Das dürfen wir hinkriegen. MS-DOS-Version. Meine Maus verreckt gerade. Das ist ganz blöd bei dem Spiel, wenn die Maus in so einen Energiesparmodus verfällt. Da probiere ich doch lieber nochmal meine gute alte Tankmaus. Mache jetzt was ganz Böses. Steckt das im laufenden Betrieb um. Ganz, ganz böse. So, ja, gut. Er war bei der spinnt nämlich leider der Taster für die linke Maustaste ganz gern, weil deshalb hatte ich das mal hier gewechselt, weil ich diesen Adapter da habe. Ja, und wir laden das nochmal. Ich war hier gerade gehandicapt mit der Steuerung. Vielleicht kommt ja noch mal was mitfahren. Vielleicht klicke ich auch immer nur ein bisschen zu schnell. Die Tankmaus ist vielleicht langsam. Muss ich vielleicht mal länger gedrückt halten. Manchmal habe ich den Eindruck, ich muss ein bisschen fester drücken. Weiß nicht, eigentlich hat die ja vom Drücken her, hat die ja einen schönen Anschlag. Aber naja.
Eisberge voraus. Ja, dann gibt es die Aktion hier nochmal. Nur ein bisschen anders. Na komm schon, das kannst du doch nicht mehr, oder? Geht doch. Nicht so gehandicapt mit der Steuerung kann man das machen hier. Stream alles tutti. Sieht gut aus. Gratuliere, Sie haben die Eisberge geschickt umfahren. Jawohl, ja. Oh, was gibt's jetzt schon wieder? Unwetter. Ach so, nee, die Meldung nochmal mit dem Kreis der Kaporner. Ja, was auch immer das sein soll. Bayern, da sehe ich mal. Kommt die 3-1-Maus wieder durch. Die Kickrum bzw. Workbench 3.1-Maus. So, ab ins Krisengebiet. Mit Schlepperhilfe. Und gucken, dass wir da möglichst flott wieder wegkommen. Sonst wird es teuer, weil sie uns das Schiff zerkloppen. Ja, die Schrift, das funktioniert hier nicht so gut auf 3.1 mit nur einem S rein. Hatte ich irgendwie auch mal anders in Erinnerung, dass ich das mal besser hinbekommen habe, aber ja. Eventuell liegt es an der Diskfont Library oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall spielbar, wenn man das kennt. Man muss das ja nicht unbedingt alles lesen, was hier so steht, ne? Schiff scheint 74% Zustand zu haben und wir haben 3,5 Millionen jetzt, nachdem wir die Kohle eingesackt haben von unserem letzten Auftrag. Ja, Hauptsache weg hier, zurück nach San Francisco. Das war günstig, haben wir voll gemacht, ab geht's hier. Hauptsache nach Hause in Heimathafen, ohne dass das Schiff groß Schaden nimmt im Krisengebiet. Und dann ist das gut. Ja, mit Schlepperhilfe, bitte. Ich glaube, der Hafen, der war nämlich auch echt böse. Ein Kampfhund da draußen. Ist ja gut. Genau. Ey. Hilft. Joa. Klar zum Einlaufen anlegen, ja, mit Schlepperhilfe. Hau rein hier. Die paar Kröten da eben einsacken. Boah, Sprit ist aber verdammt teuer jetzt gerade. Das ist ja übel. Was sagen denn die Aufträge? Ja, nicht so viel, nicht so doll. Dann legen wir das Schiff mal einen Tag ab. Hoffen mal die Zeitschleife da unten. Und schauen mal, ja, bei 4 Millionen, die wir haben, können wir eigentlich, ja, können wir locker unsere Hypothek abbezahlen und sind wir schuldenfrei und das Schiff gehört uns. Das ist doch was. Und schauen wir mal, was ab dem nächsten Tag an Aufträge zur Verfügung stehen. Refuel. Ja, Sprit ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger geworden. Ein bisschen sehr.
Ja, wobei doch, den Elektronikauftrag, den kann man wohl gut machen. Der gibt einiges her hier. Na komm, dann tanken wir teuer, aber nicht so teuer und auf drei Viertel und ab geht's hier. Wieder zum Krisengebiet. Hauptsache Moneten kommen rein. Mitschlepperhilfe und Vollgas, 26 Tage. Sind nach Adam Riese 3,5 Wochen, ne? Immer mal schön speichern. Da ist jemand in Not. Oh, war ja, ich wusste mal, wie das ging. Man musste, glaube ich, möglichst gerade dran fahren, ne? Sodass er ans Schiff drankommen kann. Beziehungsweise das Schiff dann so stehen lassen. Ich glaube, das wird so nichts. Das Doch, gratuliere. Die Schiffbrüchigen sind an Bord. Sehr cool. Menschen gerettet. Das speichern wir uns ab. Das hat ja was. Start bei mir mal eben Discord, einfach mal schauen. Schlimmer Sprachkanal. Test. Konnte ich denn da nicht auch irgendwie einen geschlossenen machen, wo ich nur Leute reinhole? Nutzerlimit kann man festlegen. Okay, ist ja auch schon mal was. Berechtigung, privater Kanal. Ja, da ginge da wohl irgendwie was. Das müsste ich mir mal genauer angucken. Den Kanal links, ja, ich klatsch das mal. Nein, hier. Dann wissen meine Leute hier auf dem Discord auch Bescheid, dass da jemand live ist. So. Ja. Hier geht es jetzt einfach mal weiter mit dem Schiff fahren lassen, ne? Ja, lass es durchfahren. Reparieren werde ich es sowieso demnächst mal müssen. Ist ja kein mega neues Hightech-Schiff, sondern pre-owned, dass er gebraucht ist. Ne? Oh, ja. Das hat man vorhin schon mal, aber da war ich gehandicapt mit der Maus. Jetzt läuft die Schose mal anders. Kann er auch, ne? Sagen, ich kann es nicht. Volle Möhre drauf, yay.
ist so des Speicherns wert. Rein in den Krisengebietshafen. We need money for battleships, ja. Boah, ist der Sprit teuer. Ach du Schande. Aber es gibt einen Waffenauftrag nach San Francisco, also da man immer möglichst aus dem Krisengebiet raus möchte. Fast 300.000 hat uns jetzt der Sprit gekostet und wir kriegen für diesen Auftrag, naja, bleibt 1 Million übrig, ne? Noch abzüglich der ständigen Fixkosten. Wir machen auf jeden Fall Profit. So, speichern wir das mal. Wie sieht es denn aus? Ja, Sequest. 3,8 Mille haben wir. Ja, das ist doch dicke. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir mal ein besseres Schiff uns zulegen können. Mit Schlepperhilfe. Ja, ich würde sagen, es wäre interessant, was es kostet, das Schiff zu reparieren. Denn wenn ich das nicht repariere, dann wird mir das bald absacken, mit einem Zustand nur nach 68% wohl. Und wenn ich später verkloppen will, gibt es dafür auch nicht mehr viel, ne? Wenn das untergeritten ist. Was wollt ihr denn haben für die volle Reparatur? Ja, komm, 2 Milde. Das kann man mal machen. Das dauert jetzt eine Weile an Spielzeit. Das Geld haben wir ja schon verdient. So, dann kann man mal abwägen hier. Was kosten denn bessere Schiffe? Was kosten die Schiffe überhaupt? Im Moment sind sie gerade günstiger geworden, was ja schon mal eine schöne Sache ist an sich. Aber ich würde sagen, erst einmal würde ich mir ein zweites von denen hier zulegen, ne? Anzahlung 50%, dann bezahle ich für das Schiff 2,3, ne? Das kann ich mir tatsächlich erlauben. Quest 02. Das tun wir. Dann haben wir zwar zwischenzeitlich ein bisschen Schulden gemacht, aber wir können in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen und haben die dann auch schnell bezahlt. Sprit ist voll genug hier in der Tank. Wie sieht es denn mit den Aufträgen aus? Ja, das Maustaste klicken kommt wohl durch, ne? Da kann ich aber nicht wirklich was machen. Wahrscheinlich wird es der Filter ein wenig reduzieren. Los, dann fahren wir mal für 1 Million los. Müssen wir ja die Moneten wieder reinkriegen hier. Muss ja weitergehen, alles hier. Irgendwie, ne?
Nebenbei mal kurz was schauen. So. Null Komma sieben Millionen haben wir. Dann ist ja gut hier. Zweites Schiff jetzt auch fertig, ja. Ja, so günstig, da machst du den Sprit voll, ja, danke. 2,6 Mille in 36 Tagen. Wir fahren Vollgas in 26 Tagen rüber und die Schlepperhilfe kostet uns 3 Tage. Das macht. Das nehmen wir mit. Das ist ein guter Auftrag und günstig getankt dabei auch noch. So kommen wir voran hier. Auf geht's. Ja, so kann man das wohl tun. Immer schön mit Schlepperhilfe. In den Hafen reinfahren mache ich auf keinen Fall. Rausfahren, wenn es mal nicht anders geht, kann man sich mal trauen, das kriegt man hin, aber reinfahren, oh ja. Na, Sprit ist einigermaßen vom Preis her. Aber wir müssen hier weg, das hilft alles nix. Die machen uns sonst die Schiffe kaputt. Das muss nicht sein. Das nächst kleinere Übel. Und dann ab dafür. So, und das ist jetzt wieder ganz blöd hier. Kommst du schon mal nur vorwärts darüber und dann da drehen, ohne mich? Sie haben den erlaubten Fahrtbereich, ja, 0,1 ist ja nichts, ne? Das soll uns jetzt nicht groß jucken. So, das kommt da schon mal weg. Das andere wird vielleicht gleich Ärger. Ja, ah, Mist, 600.000. Haben wir aber trotzdem 2 Millionen verdient, ne? Insofern. So, bei dem Preis machen wir den Tank voll. San Francisco. Und ab dafür, ab nach Hause. In den Heimathafen. So. Ach, mal eine Runde speichern wir mal wieder zwischendurch. Joa. Das passiert aber gerade sehr ungewöhnlich häufig hier. Thank you.
Das wäre ja was. Das könnte so funktionieren. Oh, in dem Fall nicht. Warum das denn nicht? Sie haben die Rettungsinsel gerammt. Sie ist untergegangen. Sehr bedauerlich. Oh, das ist aber hart. Die einfach untergegangen? Das wollte ich aber nicht. Aber wir haben es versucht, ne? Eisberge, alle Kraft voraus hier. Die Dot-Version damals hätte übrigens keine Wasserwellen gehabt. Und irgendwie klang der Sound von dem Bötchen auch ganz anders, ja? Von dem Dieselmotor. Irgendwie nicht so toll wie hier in Ports of Call auf dem Amiga. Das war halt noch einer dieser Spieletitel, wo Bild und Sound beim Amiga besser war wie beim PC. Für mein Befinden ging das über ziemlich viele Jahre so. So, mal gucken, ob ich das noch kann hier. Mit dem großen Berg oben. Ja. Mit Vollgas. Funktioniert echt noch. Verlernt man wohl nicht, wie Fahrradfahren. Das ist mega. Das ist echt cool. Ja. So, safe. Ich denke, das war des Speicherns würdig. Eieiei, wie oft denn noch? Ja, mal schräg hier. Schauen wir mal, ob das klappt. Schauen mal. Und sofort wieder zurück. Nur das kann das sein. Das ist ja nicht.
ne? Aha. Jedes Mal liegt ein Fuß auf dem Kabel von meinem Kopfhörer. Ich da bald wieder mit Daddy den Lötkolben schwingen muss. Das wäre blöd. Das wäre sogar mega blöd. Ja, haben wir sie gerettet? Ist ja mega gut. Sind ja nicht nur zum Geld machen hier, ne? Wo war denn diese Info? Betriebsergebnis. Ja, haben halt viel ausgegeben, ne? Statistik. Aber im Prinzip geht's bergauf, ne? Schiffsposition. Ach so, ja, dann. Ist ja auch ganz nett gemacht eigentlich. Man sich früher nie so genau angeguckt, denke ich. Bankkonten. Naja. Ja, so eine dicke Hypothek haben wir ja auch noch, ne? Da war ja was mit dem zweiten Schiff. Eieiei. Da zahlen wir noch mal was ab, ja. Machen wir erstmal noch mal eine knappe Million mal weg da von den Schulden. Machen denn die Schiffspreise? Weil von den 5 Millionen pre-owned im guten Zustand sind ja fast ein gutes Hightech für eigentlich 11. Oh, 8,1. Jetzt wird es ja glatt lohnen, irgendwann mal, also jetzt hier nochmal zu investieren und das später, wenn sie wieder teurer sind, wieder was zu verkaufen. Ne? So kann man nebenbei auch ein bisschen Geld machen, anstatt nur diese Aufträge zu erledigen und Schiffe fahren zu lassen und transportieren zu lassen. Ich das tun? Nicht Hus. West 03. Oh, jetzt sind wir zwar ziemlich knapp bei Kasse, aber kommt ja gleich wieder was rein, da wir ja Aufträge voll am Laufen haben. Die Schiffe sind ja unterwegs. Ja. Wir können mit dem Schiff ja zwischenzeitlich auch Geld verdienen. Ne? So ist ja nicht. Das ist alles eine Investitionssache. So, bei den Spritpreisen sagen denn die Aufträge. Doch, kann man wohl Profit machen, ne? Ja, das ist ganz nett. Legt man das auch direkt los? So, jetzt spielen wir ungefähr Lirum Larum 20 Minuten, eine halbe Stunde, haben schon drei Schiffe und machen hier mächtig Kohle. Immer mit Schlepperhilfe, bitte. 0,1 Millionen auf dem Konto. Oh, das ist aber Leben am Limit in Ports of Call hier. No risk, no fun oder so. Aber kommt ja schon wieder was rein. Sind ja kräftig am Verdienen hier. So, was haben wir denn für Aufträge? Waffen für knapp 2 Mille. Elektronik für 1,3. Ja, der Waffenauftrag, der will einem ja gefallen, ne? 40 Tage ist auch gut machbar. Ab geht die Reise. Sofort wieder los hier. Ist auch eigentlich so ein Schiff, was man mal langsam mal reparieren könnte. Immer die Sache mit diesen gebrauchten Schiffen, die haben immer schon so ein gutes Drittel an Zustand, an Verschlechterung. Es war ja ganz cool, glaube ich, in diesem Classic, in den neueren, also nicht in Classics, weil Classic ist ja quasi das hier, also die DOS-Version, die dann auf
neueren Windows-Version läuft. Und das war, glaube ich, dieses Classic XXL oder irgendwie so. Auf jeden Fall konnte man da Wartungen automatisch machen und da automatisch Geld für vom Konto gehen lassen. Das war echt ganz nice. Oder war das, verwechsel ich das mit Transocean Shipping Company, dem quasi komplett neuen Spiel für den PC, was dem hier quasi nachempfunden war? So, wieso habe ich jetzt hier von Hand gemacht? Weil Schlepperhilfe nicht ging, ne? Aber das tue ich mir nicht an. Das muss nicht sein. Das funktioniert. Nun kommen wir 3 Millionen. Naja. Ich darf tatsächlich mal die Tastatur ausgraben. Keine so tollen Aufträge, wobei das hier mit Maschinen, ne? Das wird wohl gehen. Sprit ist halt auch teuer, aber ja, naja, was soll's.
Hypothekskosten. Ja, die haben wir zwischendurch ja auch. Unwetter. Unwetter hier. Wir leben am Limit hier finanziell, immer noch. Alter Schwede. Mal gucken auf den Bauer. Monitor und Outboard. Dass ich meine Stimme höre, ist zwar ein bisschen blöd, aber anscheinend ist der Amiga ein bisschen sehr laut. So, Cola eingesackt. Ist alles nicht so. Aber wir müssen ja möglichst flott weg, ne?
Müssen wir das so regeln? Auslaufen. Klar zum Einlaufen, anlegen, jawohl. Mit Moneten machen auf dem Rückweg ist hier gerade nichts. Aber ja gut, was willst du machen? Machst du nichts. Eisberge. Auf geht die wilde Fahrt. Mit Vollgas hier. Wie immer. Ja. Dürfte so jetzt passen mit dem Sound. Dann nehme ich nämlich das Monitoring für mich erstmal hier raus. Von meiner eigenen Stimme. Das ist nicht so geil. Monitor. Oh. So. Wenn ich selber quatschen höre, das hat immer so eine Sache. So, 2,6 am Start, ne? Wie sieht es denn hypothekenmäßig aus? Ich hab da ja noch so ein bisschen was, ne? Da sind es 1,4. Ja, komm, machen wir mal die 4 da mal weg. Und hier machen wir die 600.000 unten mal weg. Unser Guthaben wieder ordentlich gelitten, aber möglichst die Hypotheken besser wegmachen, ne? So. Pre-owned. Immer noch günstiger geworden bisher, ne? Ja, man müsste die Moneten zusammenkriegen für so ein tolleres Schiff da, und das wäre vielleicht was. Wobei der jetzt, glaube ich, aber auch nicht. Ach, hier wollte ich nicht füttern, noch mit dem Shipbroker. Eventuell. Ja, ist immer interessant, wie viel Laderaum das kleinste von den Dingern hier hat. Das hat eine Bunkerkapazität von 3000 Tonnen. Wie viel hat denn das hier? Das hat 3,5. Das heißt, es wird sich sogar gar nicht lohnen. Das sparen wir sogar lieber noch weiter auf das nächstgrößere Hightech-Chip. Ja, 4000. Das wäre nämlich eine Aufrüstung, ne? Um mit so einem, mit pro Schiff mehr Geld zu verdienen. Die 24 und die kriegen wir so schnell nicht zusammen. Ja gut, weiter geht's. Aua, das hat Geld gekostet. Das haben wir wohl nicht so ganz geschafft hier. Warum auch immer. Ja, eine halbe Million hier, ne? Und Sprit ist teuer, aber wir müssen halt wieder zurück. Hilft alles nichts. Weg da unten aus dem Krisengebiet. Ab dafür. Speichern wir das einmal.
Joa. Ja. Nun denn. Schon wieder ein Unwetter hier jetzt, ja. Ja, dann fahren wir durch. Da haben wir so ein Schiff wieder am Einlaufen hier. Das gibt jetzt erstmal nicht das große Geld. Weil, ja, gab halt nicht so tolle Aufträge auf dem Weg zurück. Waffen. Chemikalien rocken eigentlich gerade ganz gut mit 2 Millionen als Auftrag, ne? Das 10 Millionen? Nein, das 1 Million. Ja, dann nehmen wir den mal an. Und tanken hier mal drei Viertel. Da gibt es jetzt großes Geld wieder. Auslaufen, oh, von Hand steuern. Ach du Schande. Könnte ja aber machbar sein. Na komm schon. Ne. Oh shit. Nee, das wird mir viel zu teuer hier. Das erlaube ich mir mal zu laden. Das war aber auch gemein, ne? Die Ecke da. Oh, das war jetzt mit dem Speicherpunkt aber echt fies. Weil das jetzt alles erstmal nochmal neu dahin fahren muss. Ja, gut, dafür muss ich Eisberg fahren. Oh, was mache ich denn da? Ist das schon ein bisschen zu spät am Sonntagabend für sowas hier? Fehlt es wohl an Aufmerksamkeitsspanne hier jetzt mittlerweile? Dafür. Einlaufen. Handsteuerung. Ah! Jawohl, ja, nix da. Dann nehmen wir die 0,1 in Kauf, die sonst kostet. Ja, das juckt mich recht wenig. Von den Moneten her. Boah, ist der Sprit da jetzt teuer. Und keine Aufträge, ja. Ja, für 1,2 muss man jetzt nicht mehr unbedingt losfahren. Aber dieses Schiff könnte ich halt eigentlich auch mal reparieren, ne? Kostet 1 Million. 1,7 haben wir. Wäre ja eine Option. Machen wir das mal. Speicher das mal ab. Ja, gut, das war jetzt 1 Stunde Ports of Call. Das reicht dann auch, weil es ist bei dem Spiel immer ein und dasselbe. Würde mich für diese Aufnahme und für diesen Stream erstmal verabschieden für heute. Das Ganze gibt es dann später auf YouTube. Muss ich halt erstmal bearbeiten und so weiter, ne? Und dann spielen wir das halt später mal weiter. Aber ja, das ist halt ja schon mal so jetzt was, ne? Wir machen das mal auf dem alten Oldschool-Weg. Sagen beenden, nachdem ich nun gespeichert hatte. Und möchten Sie die Guth abrufen? Ja, machen wir mal. So. Da war ich begonnen. Ging das bergauf. Ein bisschen gemischt. Musste erstmal ein bisschen was abzahlen. Ging es bergauf. Und ja. Ne? Uns dann hier irgendwo nochmal ein Schiff gekauft. Hypotheken zwischendurch ein bisschen abgezahlt. Aber es geht im Prinzip jetzt immer bergauf. Ist ja schon mal gut.
Wert der Schiffe, was haben wir denn bisher? 7,3 Millionen. Aufgenommene Hypotheken sind 2 Millionen gerade. Barvermögen haben wir jetzt gerade 700.000 Dollar. Und Vermögen gesamt mit Schiffswert ist jetzt 6 Millionen Dollar. Ja, weil die Schiffe halt günstiger geworden waren. Das wird sich alles aber auch nur ändern. Die werden mir auch wieder teurer, ne? So, Sparks und Beethoven hoffen, das Spiel gefiel. Und damit verabschiede ich mich. Bis bald, macht's gut oder besser.